Ein wunderschöner guter Abend. Willkommen in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur. Freut mich, dass Sie da sind. Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass die ganzen Leute um 19 Uhr alle auftauchen werden. Der klassische Anfangszeitpunkt. Aber gut, die sind dann, müssen dann die Plätze nehmen, die übrig bleiben. Okay, also, hallo, schönen Abend. Abschluss dieses Jahres, Abschluss dieser Saison und allein deswegen schon ein ganz besonders schöner Abend, darf man das sagen. Leseauslese ist heute wieder. Die Veranstaltungsreihe, die zu den ältesten gehört in der ohnehin uralten Literaturgesellschaft, heißt das schon was? Also die Leseauslese gibt es jetzt schon seit fast 20 Jahren. In dieser Konstellation erst seit 13, wenn ich sage erst, ist das ja auch absurd. Also seit 13 Jahren sitzen wir jetzt zu dritt hier herum und das ist schon was Feines. 26 Mal hat Katja Gasser, 26 Mal hat Cornelius Hell Bücher vorgestellt, die zu den Besonderen gehören aus den jeweiligen Saisonen. Das ist kein Best-of, das ist keine Hitparade, das ist einfach eine Auswahl von Büchern, die aus guten Gründen, die dann auch gesagt werden, ausgewählt werden, über die man dann sprechen kann. Und das Ganze ist so gelegt jedes Mal, dass es entweder vor dem Sommer ist, wo man was zum Lesen braucht, oder dass es vor Weihnachten ist, wo man was zum Lesen braucht oder was zum Schenken braucht oder wie auch immer. Also das war so die Grundidee dahinter und herausgekommen ist was Feines. Seit 11 Jahren mittlerweile gibt es einen Punsch nach der Dezember-Leseauslese. Also auch das ist schon eine gewisse Tradition und heute gibt es wieder so einen Punsch. Sie riechen ihn wahrscheinlich schon, seit Sie das Haus betreten haben, nicht erst seit Sie die Literaturgesellschaft betreten haben. Also der wartet dann draußen auf uns und wir werden schnell sein, versprochen. Es ist also wieder ein besonderer Abschluss eines besonderen Jahres, besonderes Jahr, was für uns vor allem deshalb, weil wir heuer ja unser 60-jähriges Jubiläum gefeiert haben mit 10 eigenen Jubiläumsveranstaltungen, die allesamt Schwerpunkte, Gäste, bestimmte Epochen, bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vieles, vieles anderes mehr in den Mittelpunkt gestellt haben. Immer ist es dabei aber auch um Bücher oder vor allem um Bücher gegangen und darum ist diese Leseauslese auch der beste denkbare Abschluss für so ein Jahr, in dem man eben ohnehin dauernd über Bücher redet, also machen wir das heute noch einmal und anders. Wenn ich wir sage, muss ich jetzt endlich die beiden vorstellen, die da neben mir sitzen. Hallo Katja Gasser, hallo Cornelius Hell und bitte hallo. Um einen. Ganz kurz zu den beiden. Katja Gasser hat über Clemens Eich und vor allem Ilse Eichinger dissertiert, hat vieles gemacht, vor allem aber seit 2005 im ORF-Fernsehen über Literatur gearbeitet und berichtet. Seit 2008 ist sie die Leiterin des Literaturressorts im ORF-Fernsehen. Derzeit ist sie das nicht, derzeit ist sie nämlich die künstlerische Leiterin des Auftritts Österreichs bei der Leipziger Buchmesse. Und wir haben vorher geredet, sie sehnt sich noch nicht zurück, aber wenn man so von außen drauf schaut, dürfte das eine ziemlich aufreibende Tätigkeit sein. Vor Leipzig. Sie hat den Staatspreis für Literaturkritik bekommen, 2019, ist auch schon eine Zeit her. Und sie ist mittlerweile unter die Bestseller-Autorinnen gegangen, oder soll man sagen, unter die Eislaufmütter der Bestseller-Autorinnen oder so ähnlich. Gerade jetzt erschienen, von Erwachsenen habe ich mir mehr erwartet, erfundene und gefundene Dialoge, ein Buch ihrer Tochter im Leikam Verlag. Aber das mit der Autorschaft habe ich eh nie ganz verstanden, aber es ist eher ihrs als deins. So ist es, ich okay. Bin nur Personal. Okay. Cornelius Hell, Autor, Übersetzer, Literaturkritiker, zahlreiche Bücher geschrieben, zahlreiche Bücher herausgegeben und ist auf allen möglichen Kanälen, in allen möglichen Medien immer wieder zu hören und zu lesen, vor allem im ORF, auf Ö1 immer wieder.
Er hat sehr viel aus dem Litauischen übersetzt, hat den Staatspreis für literarische Übersetzung im Jahr 2018 bekommen. Und in diesem Jahr sind sogar zwei Bücher in seiner Übersetzung erschienen. Das eine davon, ziemlich aufsehenerregend, im Hansa Verlag von Thomas Wenzlower, ein Gedichtband Variation über das Erwachen. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen, wenn ich richtig verstanden habe, in der Edition Sonnblom, das ist ein kleiner, feiner Verlag aus Münster, ein Buch von Romualdas Granauskas, Das dritte Leben, von ihm übersetzt und auch draußen auf unserem Büchertisch dann zu sehen und zu erwerben. Also so viel zu den beiden prominenten Menschen, die da jetzt über prominente Bücher und Autoren sprechen werden. Wir fangen an, ich muss es suchen, weil das wurde schon durchlesen, mit Tanja Maljatschuk. Das hat natürlich den Grund, dass die Ukraine in diesem Halbjahr, in diesem ganzen Jahr mittlerweile, eines der bestimmenden Themen ist, dass eine der Autorinnen, die in diesem bestimmenden Thema zu den aufsehenerregendsten und zu denen, die auch am meisten gehört wurden und werden gehört, diese Essays geschrieben hat, nämlich Tanja Maljatschuk. Das Buch heißt »Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus«. Es sind, wie gesagt, Essays bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und Tanja Maljatschuk ist in der Ukraine geboren, in Ivano-Frankivsk. Das ist das ehemalige Stanislau. Sie lebt seit 2011 in Wien, ist eine Autorin, die mehrere Romane, Erzählungen veröffentlicht hat, unter anderem im Jahr 2018 den Bachmann-Preis gewonnen hat und damit auch erstmals eine wirklich größere Öffentlichkeit erreicht hat. Und jetzt mit diesem Erzählband war sie eine Zeit lang in aller Munde und ist es eigentlich noch, und nicht nur damit. Ihr habt das Buch beide gelesen. Ich glaube, Cornelius, du fängst jetzt an, darüber zu sprechen. Wenn Autorinnen, Autoren zu aktuellen Themen schreiben oder gefragt werden um Texte, ist ja immer die Gefahr, dass sie eigentlich nur als Promis sprechen, die vielleicht von der Sache gar nicht so viel Ahnung haben und im schlimmsten Fall auch zu Experten mutatieren und ihre literarische Sprache verlieren. Hier bei Tanja Maljatschuk ist beides nicht der Fall. Sie hat wirklich vieles zu sagen, was niemand kennt bei uns, vor allem, weil sie nach 10 Jahren in Wien natürlich aus der Innen- wie aus der Außenperspektive schreiben kann. Und zum Zweiten, sie verliert ihre literarische Sprache und Technik nicht. Man merkt auch in diesen Miniaturen immer wieder die große Erzählerin. Sie erzählt auch viel. Sie erzählt von sich selber, sie erzählt von der Großmutter, einmal auch von der Mutter. Aber nichts von dem ist nur so oder zufällig oder weil es passiert ist erzählt, sondern das ist immer mit System als eine Sonde in die Geschichte, in die Gegenwart der Ukraine. Und an einer Stelle, wo sie lang von sich selber erzählt, kommt dann der schöne Satz: Solche wie mich gibt es. So, jetzt muss ich es nur finden. Spannungsbogen. Von meiner Sorte gibt es Millionen. Ja? Und das zeigt genau, warum das Autobiografische eingespielt wird. Auf der ersten Seite steht gleich ein Satz, der mich ziemlich umgehauen hat. Deine Heimat ist dort, woher deine Traumata kommen. Mich hat es entsetzt, weil das hieße dann wahrscheinlich, meine Heimat ist noch immer mein Kindheitsdorf. In gewisser Weise ist das auch wahr. Ich konnte es für mich nur auflösen, indem halt ein Mensch mehrere Heimaten und nicht nur eine hat. Und das ist halt dann auch eine Heimat. Aber der Satz sagt natürlich, sagt wahnsinnig viel, ja. Und ja, es ist auch ein kurzes Diktum, das, wie man mit Putin umgeht, wie man ihn darstellt, sehr weise auf den Punkt bringt, nämlich Dämonisierung spielt autoritären Herrschern in die Hände. Sie genießen ihren schlechten Ruf und bemühen sich um noch mehr abschreckende Inszenierung. Also man merkt immer auch wieder die argumentierende Intellektuelle, die da hervortritt. Es sind Texte, die allesamt Auftragswerke sind,
für Zeit Online, für die Deutsche Welle. Der erste Text, da bin ich stolz drauf, weil ich mit zum Anlass gehöre, weil wir sie eingeladen haben für Gedanken für den Tag über die Ukraine. Und das hat sie ganz wunderbar gemacht, immer mit diesen vielen erzählten sinnlichen Details, die eben, wie gesagt, kein Selbstzweck sind. Und insofern, glaube ich, ist das ein Buch, das man mit Ukraine unbedingt gelesen haben muss. Und es sind auch so kurze Miniaturtexte, dass niemand so wenig Zeit haben kann, dass er nicht vorm Einschlafen einen dieser Texte noch lesen kann. Die Tanja Maljatschuk lebt ja seit vielen Jahren in Österreich. Sie ist ja der Liebe wegen hierher gekommen und nicht der politischen Umstände wegen, hat sie nach Österreich verschlagen. Und sie wurde ja zur Erklärerin ihrer eigenen Herkunftslandschaft wider Willen, weil die politischen Verhältnisse eben solche sind, wie sie leider sind. Und ich finde, dass eben das, was du schon gesagt hast, dass auch in dieser Essay-Erzählsammlung, es ist eben beides, das eine greift ins andere, sich in besonderer Weise zeigt, dass sie zu den wenigen zählt, die imstande sind, etwas von innen zu betrachten und gleichzeitig so zu erzählen, dass jemand, der außenstehend ist, verstehen kann, worum es im Innersten geht. Und das ist ja eine spezifische Herausforderung, in die sie eben wider Willen gestoßen wurde. Und ich habe zum Beispiel tatsächlich auch mit Hilfe dieses Buches verstehen gelernt, wie das Sowjetische bzw. das Russische, auch bezogen auf das Kulturelle, als Herrschaftsinstrument, als Unterdrückungsinstrument in der Ukraine über Dutzende Jahre hindurch eingesetzt wurde und auch als solches wahrgenommen wird. Wir hatten, wie Sie sich oder die meisten zumindest erinnern können, die Debatte über die Rezeption russischer Literatur, das Nichtzulassen der Rezeption russischer Literatur, die auch hierzulande sehr konfliktreich geführt wurde. Wenn man Tanja Maljatschuk liest, versteht man viel besser, warum aus heutiger ukrainischer Sicht diese Debatte zum Beispiel gänzlich inadäquat scheint. Und wenn man eben nicht versteht, woher diese Abwehr auch historisch kommt und in einer existenziell bedrohlichen Situation wie der jetzigen für jemanden, der aus dieser bedrohten Position heraus spricht, gänzlich unangemessen scheint, das zu verstehen, helfen zum Beispiel die Texte Tanja Maljatschuks, die eben einerseits detaillierte Einblicke in die Historie auch gewähren, also man versteht auch die Herkunft des Ukrainischen viel besser, die Genese dieses Landes, die Traumata dieses Landes und gleichzeitig auch die Katastrophe, die wir jetzt eben vor Augen haben, in vielen Belangen viel besser und die ukrainische Position in dieser Katastrophe deutlich besser. Und versteht auch, was Sowjetunion war. Ich predige das immer wieder bei unserem gläsernen Vorhang, dass die meisten bei uns am Bild, am Schirm haben, Ostblock, Sowjetunion, das war eine Diktatur, das sieht man politisch, historisch, aber dass das alle Beziehungen geprägt hat, die Mann-Frau-Beziehungen, die Lehrer-Schüler-Beziehungen, die Generationen-Beziehungen, dass das ins Private hineingekrochen ist, das bringt sie mit dem schönen Satz auf den Punkt, sie spricht von der Sowjetunion als einem totalitären Staat, der wie ein tödliches Gift in die intimsten Lebensbereiche seiner Bürger, in ihren alltäglichsten Alltag, in ihre Freizeit, in die Ehebetten, in die geheimsten Ängste und Wünsche direkt unter die Haut gekrochen ist. Und das ist es. Das ist es. Und was man auch mit Hilfe dieses Essaybandes sehr gut verstehen kann, ist der Konflikt, den jemand zum Beispiel wie Tanja Maljatschuk mit sogenannten klassischen linken Positionen in Westeuropa hat. Weil sich die Definition des Liberalseins und Linksseins vor einerseits diesem historischen Hintergrund gleichzeitig vor dem Hintergrund des sehr frischen noch Nationenbildungsprozesses, der in der Ukraine stattfindet, natürlich politische Positionen liberaler Art sehr anders ausfallen, als sie hier sozusagen auf linker Seite festgehalten und an denen auch festgehalten wird. Dieses Buch klärt sehr viele, sehr komplexe Zusammenhänge auf eine sehr anschauliche Art. Und es ist nicht so, dass man Tanja Maljatschuk in allem folgen muss. Also es gibt sicher viele, die politisch davon
davon abweichen würden, aber sie erklärt sehr viel, ohne dass es pädagogisch ist. Also sie gewährt Einblicke, wo in der Regel sehr diffuse Bilder herrschen. Weil sie es erzählt und nicht erklärt. Ja, genau. Mhm. Genau, das ist es. Ja. Was an diesem Buch ja auch faszinierend, was mich fasziniert hat, ist ja, dass es so persönlich ist. Also es ist ja ein Buch darüber, wie man in dieser Situation schreiben kann. Und dieses Mann kann man ja ersetzen durch, wie sie ganz persönlich in dieser Situation noch schreibt, worüber sie noch schreiben kann. Es sind ja einige Essays am Schluss, die sich nur um diese Frage drehen. Worüber kann man noch schreiben? Ich glaube, sie hat ja einen Roman, an dem sie jahrelang gearbeitet hat, jetzt zur Seite gelegt, weil der in dieser Situation unmöglich zu publizieren ist. Also diese persönliche Auswirkung auf die ganz private Poetik ist ja auch so etwas, was sich durchzieht. Das ist jetzt ein viel kleineres Thema natürlich, aber das ist etwas ganz Besonderes an diesem Buch, dass das so privat und so intim auch ist. Und dieses Romanprojekt, an dem sie gearbeitet hat, das jetzt einfach ruht, meines Wissens, war ja eines, das sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, mit der Frage der ukrainischen Täter während der Nazizeit und ihre massive Involviertheit in das Morden jüdischer Menschen. Und Dania Malatschuk fand sich in der Position wider Willen, dass ihr eigenes Land, das natürlich auch eine unglaublich schwierige Geschichte hat, auf einmal Opfer in einer ungeheuer komplexen Situation wird. Und sie meinte, sie könne jetzt nicht an diesem Thema weiterarbeiten, weil die Virulenz und die Problematik der Gegenwart so aufdringlich und so massiv ist, dass das andere jetzt sich als das falsche Thema herausgestellt hat nach jahrelanger Arbeit. Ich glaube, sie hat jahrelang recherchiert auf diesem Gebiet. Vor allem ist das Putin'sche Narrativ von den ganzen Nazis in der Ukraine so vorherrschend, dass wenn jetzt jemand so ein Buch schreibt, er automatisch da subsumiert wird unter dieser Thematik, und das ist undenkbar. Ja, jedenfalls lesenswert, sehr aufschlussreich. Und eben, es klärt auf, weil es erzählt und nicht, weil es pädagogisiert. Mhm. Ja, Tania Maljatschuk, gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus. Das war das erste Buch. Das zweite ist in vielerlei Hinsicht geografisch nicht weit davon entfernt. Juri Andruchowitsch, Radio Nacht, bei Surkamp erschienen, von Sabine Stöhr übersetzt. Andruchowitsch ist ja einer der ganz prominenten ukrainischen Autoren, Intellektuellen. Er ist Übersetzer, er ist Musiker, also er macht sehr viel, ist unglaublich aktiv, sehr oft im Westen auch sehr oft in Wien. Und er ist ja in Stanislau geboren, also in der Stadt, die dann irgendwann Ivano-Frankivsk hieß. Also die kommen aus derselben Stadt, die beiden, die Tania Maljatschuk und der Juri Andruchowitsch. Das ist ein neuer Roman, der gibt ja hier einen schönen Essay über den letzten, über den Karpatenkarneval von Andruchowitsch. Genau. Dieser Roman ist vor dem russischen Angriff geschrieben worden, aber man liest, er sei ein sehr prophetischer. Cornelius. Ich habe das Glück gehabt, Juri Andruchowitsch in Lana zu treffen bei den Literaturtagen Ende August. Das war die allererste Vorstellung dieses Romans im deutschsprachigen Raum. Und er ist mit einer Freude und Herzlichkeit auf einen zugekommen. Man hat gemerkt, wie auf einmal das plötzlich fremd ist, und eine große Freude, dass es das überhaupt noch gibt, eine Lesung und die Welt der Literatur, und dass man da sitzt und zuhört, weil das hat er nicht mehr erlebt seit dem Krieg, und er hat 4 Autobusse gebraucht, bis er nach Warschau gekommen ist, um von da dann weiter nach Westen zu kommen. Er hat auch erzählt, wie die Idee Radio Nacht entstanden ist. Er war vor Jahren bei einem polnischen Studentensender und dem gesagt, wenn du nicht Schriftsteller sein könntest, was würdest du machen? Und er war irgendwie baff, unerwartete Frage, und sagte, ich würde ein Nachtradio, ich würde so Musik moderieren. Ja? Und hat sich das aufgeschrieben, und das war die Idee für den Roman. Und beim Schreiben ist er aber draufgekommen, also quasi nur Nachtradio schreiben geht auch nicht. Er braucht ein Gegenüber, eine Kontrafigur. Und das ist dann der Biograf dieses Typen, der da Nachtradio macht. Der Typ heißt Josip Rotzki. Das ist natürlich ein, wie es heißt, prätentiöser Hybrid aus Brotzki und Roth.
und Trotzki klingt auch noch mit, zu tun hat er mit denen eigentlich gar nichts. Und das zeigt schon was Wesentliches, dass hier überall Ironie am Werk ist, aber nicht eine zielgerichtete, die irgendwas aufs Korn nimmt, sondern eine grundsätzliche Ironie, die auf die ganze Welt und vor allem auch auf das Erzählen selber gerichtet ist. Manche Leute mögen das nicht und darauf führe ich zurück, dass es auch etliche negative Rezensionen gegeben hat. Ich gestehe, ich mag das sehr und habe das sehr genossen. Und diese Ironie waltet auf allen Ebenen, bis hinein dann in witzige Abkürzungen wie das IIBC, die Internationale Interaktive Biografische, das Biografische Komitee, das diesen Ich-Erzähler beauftragt hat, diese Biografie des Josip Rotzki zu schreiben. Dieser Rotzki wird vom Barpianisten zum Barrikadenpianisten. Da kommt dann wieder ein reales Vorbild von dem Mann, der in den schwarzen Sonnenbrillen am Maidan gespielt hat. Ja, der ist eine sehr heterogene Figur, vielschichtige Figur, ein Erotomane, ein Attentäter, der in der Schweiz ins Gefängnis kommt. Also bei den Orten ist wieder, was sonst auch im Roman ist, total Reales mit völlig Fiktivem gemischt. Es gibt das schweizerische Zug, aber der Ort, wo er herkommt, aus den Karpaten, heißt Nashorn, den gibt es natürlich nicht. Ich habe ihn auch gefragt, ob er jetzt überhaupt in dieser Ironie noch schreiben könnte. Und er sagt, die Ukraine ist voll von Ironie, sie hat sich zum schwarzen Humor gewandelt. Man muss auch die Übersetzerin nennen. Das ist ein Glück, dass Andruchowitsch von Anfang an eine Übersetzerin hat, die Sabine Stöhr, die schon wirklich eingearbeitet und eingelebt ist in seine Sprache und die diesen geradezu musikalischen Sound und Drive auch wirklich wiedergeben kann. Und er kann natürlich so gut Deutsch, dass es immer auch im Austausch passiert. Also insofern kommt da auch in der Übersetzung ein großes Sprachkunstwerk heraus. Nebenbei, es ist auch Ironie und Parodie der Medien, der Live-Berichterstattung. Er sagt ja ganz am Schluss, wo er dann in einem geheimen Gefängnis ist und da immer wieder seine nächtlichen Moderationen loslässt, heißt dann, Freunde, wie gerne würde ich diese letzte nächtliche Sendung direkt vor meiner Hinrichtung bringen. Es wäre eine wirkliche Live-Sendung. Mehr live geht nicht auf der Welt. Ja. Und übrigens gibt es vorne, wenn man das kennt, kommt man hin, den Link zu einer Brodskis List, glaube ich, heißt das. Da kann man sich all die Musikstücke anhören, die der Josip Brodski in der Nacht da spielt. Und es sind vor allem, das hängt noch an der Vorkriegszeit, gegen die zwanghaft lustige und unterhaltsame Musik ist es sehr viel traurige Musik. Ja, soweit vielleicht. Vielleicht darf ich nur einhaken, weil eben es gibt ja hier einen Text in Danja Maljatschuks Essayband, in dem es eben um den Karpatenkarneval geht, aber weit weiter als nur um den Karpatenkarneval, sondern sie erklärt noch einmal, ohne eben zu erklären, aber sie erzählt die Geschichte der Werdung dieses Juri Andruchowitsch und seiner Zeitgenossen als Reaktion auch auf den sowjetischen Totalitarismus. Und bei dieser Reaktion, dieser literarischen, auf diesen Totalitarismus spielte dieser schwarze Humor in Form eines karnevalesken Moments eine ganz zentrale Rolle. Und das ist in diesem, den kenne ich jetzt gerade nicht von Juri Andruchowitsch, wieder offenbar der Fall. Und dieses karnevaleske, umstürzlerisch gewitzte spielt ja in den Erzählungen, Essays von Dalia Maljatschuk eine ganz elementare Rolle. Genauso wie im Rest ihres Werks und eben bei Juri Andruchowitsch auch. Und das ist überhaupt ein Markenzeichen, finde ich, soweit ich da Einblick habe. Aber so etwas wie ein Markenzeichen der ukrainischen Literatur, dass kaum ein Text ohne diese schwarze Humorfärbung auskommt. Ja. Was vielleicht auch noch damit zusammenhängt, dass überhaupt in vielen slawischen Ländern, das beginnt ja bei Tschechien, der Surrealismus viel produktiver weiter gewirkt hat und gearbeitet hat als im deutschsprachigen Raum. Mhm.
was eben auch an den geopolitischen Kontexten liegt. Ja, danke. Juri Andruchowitsch, Radio Nacht, so schaut das Buch aus. Ein großer, neuer Roman. Wir werden dünner, was den Roman betrifft, und verlassen die Region. Das nächste Buch ist von Asli Erdogan, heißt Requiem für eine verlorene Stadt, ist von Gerhard Meyer übersetzt worden und bei Penguin erschienen. Asli Erdogan ist 1967 in Istanbul geboren. Sie ist Autorin, sie ist Physikerin, sie ist Menschenrechtsaktivistin und sie ist 2016 weltberühmt geworden, weil sie verhaftet wurde mit einer Gruppe von Journalisten, Journalistinnen zusammen, wurde dann nach mehr als 5 Monaten aus dem Gefängnis entlassen. Die Geschichte hat weiter gedauert. 2020 ist sie freigesprochen worden. Der Fall ist aber nach wie vor nicht abgeschlossen. Sie ist mittlerweile in Berlin und so gesehen in Sicherheit, fährt aber nicht zurück in die Türkei. Also eine ganz schwierige Sache, die aber aus der Öffentlichkeit mehr oder weniger mittlerweile wieder verschwunden ist. Dieser Roman ist ganz unabhängig davon ein ganz großartiger, glaube ich, Katja. Da, nur um da anzuschließen, damit ist auch eine Tragödie von Leuten wie eben Asli Erdogan auch benannt. Nicht? Das war 2016 und in den Jahren danach ein großes Thema aus politischen Gründen. Jetzt ist die Türkei aus diversesten Gründen wieder eher in den Hintergrund gerückt und damit auch das mediale Interesse an Leuten wie der Asli Erdogan, die ja in diesem Politikzusammenhang eigentlich aus sehr unterschiedlichsten Zufällen gekommen ist. Sie hat sich ja selbst nie als explizit politische Autorin verstanden. Im Gegenteil, die literarische Arbeit, die vor diesem Fall von ihr vorgelegen war, ist eine zutiefst experimentelle und im Verhältnis zum Beispiel zu so jemandem wie Orhan Pamuk eine sehr feingliedrige, kleinteilige, eben sehr dem Experiment verschriebene. Umso interessanter ist eben, dass jetzt dieses Requiem für eine verlorene Stadt vorliegt. Das ist im Jahr 2000, glaube ich, im Original entstanden, hat viele Übersetzungen erlebt inzwischen und jetzt eben noch einmal eine neue, überarbeitete Version dieses Textes in einer erstmals auf Deutsch vorliegenden Version eben von Gerhard Meyer. Ich mache mir eigentlich für diese Abende nie Notizen, aber als ich dieses Buch fertig hatte und durch hatte, habe ich mir einerseits gedacht, eben wie gut, dass einmal ein Text vorliegt zu einem Zeitpunkt von Asli Erdogan, der sie fast von dieser Politik auch befreit lesbar machen lässt und der zeigt, woher sie literarisch kommt, einmal zu einem Zeitpunkt, wo man sie nicht nur durch die Politik lesen wird. Das Problem ist nur, dass sie praktisch gar nicht gelesen wurde, weil jetzt eben dieser politische Kontext wegfällt. Aber ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, nachdem ich das Buch durch hatte und dann erzähle ich 4 Sätze mehr darüber, aber ich schrieb auf, hier wird erzählt, als ob gebetet würde und zugleich verflucht, es hat etwas zutiefst Religiöses und ist zugleich das Bersten dieses Religiösen. Es ist ein Roman, hast du gesagt, es kommt, man könnte sagen, es sei ein Roman. Die Wahrheit ist, dass das ein Prosatext ist, der in Gänze ja auch recht schmal ist, aber eigentlich sich zusammensetzt aus kleinen Poemen, die sehr radikal gesetzt sind, also sowohl inhaltlich als auch formal. Und man könnte sagen, dass der inhaltliche Kern all dieser Fragmente, die hier zu einem Prosatext zusammengefügt werden und gleichzeitig sich aber auch nicht wirklich fügen lassen, der thematische Kern, könnte man sagen, des Ganzen ist, dass sich sehr unterschiedliche Ichs gegen das Bedrängtwerden von Geschichte, von historischem Kontext, von Zeitgeschehen, dass sich diese unterschiedlichen Ichs eben gegen diese Bedrängnis zur Wehr setzen. Und das geschieht in diesen Texten sprachlich skulptural. Es werden Bilder gesetzt wie Skulpturen, die sich dermaßen unter die Haut fressen,
und dann wieder von etwas ganz anderem abgelöst werden, dass ich mich zumindest in meiner jüngsten Leseerfahrung nicht erinnern kann, wo ich zuletzt dieses skulptural-literarische so wahrgenommen hätte. Was mir eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, war der Roman Wilderer von Reinhard Kaiser Müllecker, der ganz woanders ansetzt, auch erzähltechnisch. Aber dort gibt es einen zentralen Moment mit diesem Hund und der Figur des Landwirten, der ja die Hauptfigur ist. Und die Ermordung dieses Hundes oder die Tötung dieses Hundes wird dort auch zu so einer skulpturalen Literaturszene wie hier die grundsätzliche Arbeit an diesem Text stattfindet. Und mehr will ich eigentlich dazu nicht sagen. Man muss sich einlassen auf diese Texte. Das sind eben, Asli Erdogan macht einem leicht, weil es sehr kurze Texte sind, die eben sprachlich sehr fordernd gebaut sind und eben den inhaltlichen Konnex habe ich umrissen. Ein zentrales Thema darin ist auch, das ist aber eine Spielart dessen, was ich ohnehin schon gesagt habe, dass in vielen Texten befragt wird, was es heißt, über ein Ich zu schreiben und was autobiografisches Schreiben heißen könnte und das Drehen und Wenden dieser Frage danach, was es heißt, über das Leben zu schreiben, ist so ein roter Faden auch durch diese Texte. Ein unglaublich intensives Buch, das eben vor dieser persönlichen und politischen Katastrophe Asli Erdogans stattgefunden hat und man liest es und man hat das Gefühl, dass all das schon vorweggenommen ist und dass die Repression der Gesellschaft, in der sie lebt, hier schon in ihrer Radikalität und Gewaltbereitschaft, die sich dann an ihrem Körper auch auslebte, schon vorweggenommen ist. Also ein ungeheuer intensives Buch, eben eigentlich ist es, man kann sagen, es ist ein Roman, der aus Fragmenten, Poemen besteht. Man könnte aber genauso gut sagen, dass es eine besondere Form des Lyrikbandes ist, der eben aus Langpoemen besteht. Ein kleiner Ausblick: Am 31. Jänner 2023 genau. wird Asli Erdogan hier aus diesem Buch lesen und Katja Gasse wird moderieren. Also das nur. Kommen Sie, erzählen Sie es weiter. Wieder ein großer Sprung. Das nächste Buch hat den wunderbaren Titel Heute Mai und Morgen Du. Ist ein Gedichtband von Ernest Wichner bei Schöffling erschienen. Ernest Wichner, 1952 in Rumänien im Banat geboren, Lyriker, war lange auch Leiter des Literaturhauses in Berlin, ist einer der ganz wichtigen Übersetzer aus dem Rumänischen, unter anderem der Übersetzer von Cătărescu seit vielen Jahren. Und er ist eben, wie gesagt, einer, der sehr viele Lyrikbände schon veröffentlicht hat. Dieser Band ist eine Auswahl aus 40 Jahren und dementsprechend für einen Lyrikband, ich zeige es von der Seite, ein wirklich umfassendes, ein großes Buch. Bitte. Ja, der Ernest Wichner ist schon eine Zentralgestalt des Literaturlebens in Deutschland, du hast ja gesagt, er ist, was man auch nie vergessen darf, der Roman Artenschaukel von Hertha Müller ist ja aufgrund einer Reise mit Oskar Pastior zu seinen Lagern in der ehemaligen Sowjetunion entstanden. Und die beiden zusammengebracht und die Reise organisiert hat der Ernest Wichner und mitgemacht hat er sie auch. Ja. Die Gefahr bei ihm ist, dass er über all dem, was er gemacht hat, kuratiert hat, ausgestellt hat, was er übersetzt hat, dass seine Lyrik irgendwie ins Hintertreffen gerät und dass er manchmal natürlich auch keine Zeit hatte. Jetzt hat er hier einen Querschnitt, also angefangen von seinem Debütband Steinsuppe, und er hat sich unter Druck gesetzt, wenn der Band gemacht wird, muss ich so und so viel neue Gedichte haben. Und das hat auch einen großen Schub an Gedichten ausgelöst. Ja, es sind Gedichte, die sehr genau geformt sind. Vor allem liebt er das Enchantement. Also die Textzeilen und die Satzstrukturen gehen immer gegenläufig. Und er liebt es auch manchmal, Wörter am Schluss einer Zeile zu teilen.
Insofern das schönste Erlebnis, das man haben kann mit dem Buch, habe ich auf der Buch Wien gehabt. Er ist da neben mir gesessen und hat gelesen und ich habe mitgelesen und war neugierig, wie er das macht. Er macht die Enchantements überhaupt nicht hörbar, er liest in den Sätzen. Und hier die Struktur zu sehen und ihn zu hören, das war eigentlich die perfekte Rezeption, die ich Ihnen jetzt nicht bieten kann, dieser Gedichte. Ja. Es gibt ein sehr schönes Nachwort, das viele, viele Spuren legt von Maren Jäger, einer Literaturwissenschaftlerin, wo auch einmal die Vermutung, die mir sehr einleuchtend war, aufgetaucht ist, dass manches davon, wie er arbeitet, zusammenhängt, dass sein Vater Schneider war. Und das spielt bei ihm eine Rolle. Wir haben wirklich auf der Fahrt von Lana bis zum Brenner sehr viel über Stoffe und Knöpfe. Und diese Texte haben auch etwas, man könnte sagen, Geschneidertes im Sinn von zugeschnitten, ja, im Sinne von genau vernäht, im Sinne von bewusst gemacht. Ja, das haben die auf jeden Fall. Ich versuche mal eines zu lesen. Es sind sehr viele, er kommt ja aus einem Dorf, aus dem Dorf Gutenbrunn, 1952 geboren, im Banat. Und da kommen schon viele Dorfrealien, die sind aber auch nie Selbstzweck, sondern die werden in diese Form und in andere Kontexte hinein verwoben, um bei der Metapher zu bleiben. Und da ist ein Landschaftsgedicht, das heißt Vor Hermannstadt. Ich mache ein bisschen die Enchantements doch hörbar. Wolken ausgelegt zur Rasenbleiche und die schräg aus dem Himmel der Berge herabgestützten Dörfer mit dem Wort Abendlicht auf den morschen Lattenzäunen. Losungen zielen auf ein flüchtiges Volk, Gänse, Kuhfladen und Glockentürme für drei tote Religionen. Der Staub, der hier durchgeht, treibt den Wind vor sich her, weit, weit über die Felder hin, die liegen, wo sie lagen in steinernem Glanz. Es sind auch sehr viele Gedichte, die an ein Du gerichtet sind. Ich will nicht sagen Liebesgedichte, aber die an ein Du gerichtet sind. Eines der schönsten, finde ich, heißt In deine Welt ein Brief. Dass dein Himmel jetzt anders aussieht, anders oder genauso wie meiner. Dass der Zorn darunter, lass ihn bloß Unrast sein, sich je in uns verschiebt. Wir hatten nichts je in der Hand gehabt als ganz naive Träume. Den letzten auch, doch nicht geahnt, dass einer kommt, der sich und uns betrügt. Es gibt sehr viele Gedichte mit, also es ist eigentlich eine Fundgrube an Zitaten, an Anklängen, benannt sind Thomas Kling, Elke Erb, Konrad Beyer, Ernst Jandl, sehr viel österreichische Spuren auch. Dann natürlich Oskar Pastior, mit dem er viel, viel gearbeitet hat. Eines meiner liebsten Lyrikbände, die ich zu Hause habe, ist Poesie von Cello Naum, das ganze poetische Werk, übersetzt von Oskar Pastior und Ernest Wichner. Auch für Cello Naum ist natürlich ein Gedicht da drinnen. Und es gibt, man könnte sagen, eine Art von Nonsensgedichten, die um einen Herrn Furtner kreisen. Die sind so entstanden, er ist immer, bevor die Veranstaltung war und Autorin gekommen ist, eben allein in seinem Büro im Literaturhaus gesessen. Hat sich überlegt, was mache ich da? Also den Roman lesen, der wird mir eh gleich vorgelesen. Ich habe mein Papier und schreibe ein Gedicht. Und da sind diese Gedichte vom Herrn Furtner entstanden. Und jetzt wissen Sie auch, wo der Titel herkommt. Furtner singt, er kehre wieder, lässt sich nieder, wo der Flieder seine Winzlingsblüten über Gräber streut. Heut ist Mai und morgen du. Und viele Gedichte dieser Art, Furter und die Seelen alter Bügeleisen, die vom Lesen wie vom Reisen träg gewordenen Ruten fallen in die Zeilen, strecken alle Winde glatt zum Strich. Ich sehe dich beglückt in einem seelenlosen, aber grün gestrichenen Apfelbeißen.
Also auch da ist natürlich manches vom Cello-Naumschen Surrealismus aber produktiv eingegangen. Das ist nie eine Nachahmung, aber es sind sehr viele Anklänge und sehr viele Weiterschreibungen von Texten, die man kennt. Also ich kann das sehr empfehlen. Ich glaube, jeder, der Gedichte und Gedichte dieser Art mag, hat einfach wirklich seine Freude mit diesem Band. So, wir gehen wieder ganz woanders hin, landen in der Schweiz. Das nächste Buch von Lukas Bärfuß, Vaters Kiste, eine Geschichte über das Erben, bei Rowohlt erschienen. Bärfuß ist 1971 in Thun in der Schweiz geboren, ist Schriftsteller, ist Bühnenautor, ist Theaterregisseur und noch manches andere mehr. Ist im deutschsprachigen Raum zumindest endgültig bekannt geworden 2019 mit dem Büchnerpreis, den er bekommen hat. Schreibt Romane, Erzählungen, Essays und ein solcher ist ja im weitesten Sinn auch dieses Buch, das aus einer Rede entstanden ist. Katja. Genau, Vaters Kiste, eine Geschichte über das Erben. Ich halte Lukas Bärfuß nicht nur für einen eben der interessantesten Schweizer Autoren, sondern einen der interessantesten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart, weil er etwas kann, was sehr schwierig ist, ähnlich wie eigentlich bei Tanja Maljatschuk, etwas zutiefst Politisches sehr genau privat zu erzählen und umgekehrt. Und so etwas Ähnliches geschieht auch in diesem Essayband, oder ist es doch ein Erzählband oder ist es doch ein kleiner Roman? Es könnte eigentlich viele Formzuschreibungen erfahren. Jedenfalls die Veranlassung war de facto ein Redeauftrag oder eine Rede, die er erhalten musste. Und der narrative Rahmen dieser Geschichte ist die Auseinandersetzung mit seinem Vater, Lukas Bärfuß. Jeder, der sich so ein bisschen mit ihm beschäftigt hat, weiß, weil er auch das immer wieder in unterschiedlichen Varianten erzählt. Er hat sehr schwierige Herkunftsverhältnisse. Sein Vater war am Ende seines Lebens obdachlos und starb in dieser Obdachlosigkeit, hatte ein sehr schwieriges, sehr durchwachsenes Leben. Und die Auseinandersetzung mit diesem Vater ist sozusagen der narrative Rahmen dieses Textes, in dem es aber letztlich um handfeste politische Fragen geht, die eben auch anhand des Privaten befragt und gestellt werden. Eine der zentralen Fragen darin ist, inwiefern diese Herkunftsgeschichte, die wir vor allem aus unterschiedlichen Migrationsdebatten als problematische inzwischen kennen und durchdiskutiert haben. Er setzt es aber eben nicht in den Migrationszusammenhang, sondern stellt die Frage, inwiefern diese Herkunftsgeschichten immer auch von Herrschaftsverhältnissen zu eigenen Stabilisierungszwecken missbraucht werden. Und diese Geschichte, die er darin erzählt, ist eben insofern auch seine eigene, als er am eigenen Leib erfahren hat, wie überlebensnotwendig und essentiell die Befreiung aus dieser Herkunftszuschreibung für ihn selbst auch war und gleichzeitig eben auch das Erforschen der Möglichkeiten, wie mit diesem sehr speziellen Erbsilber, das ihm eben in die Wiege gelegt wurde, auch hinkünftig im Privaten wie aber auch im Politischen zu haushalten ist. Das ist sozusagen, das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Es ist aber auch ein Text, finde ich, über das Erzählen selbst, weil das Erzählen selbst tut etwas mit unserer Herkunftsgeschichte, unabhängig davon, ob wir von uns selbst erzählen oder vom Leben im Allgemeinen. Es gibt darin einen zentralen Satz, der lautet, eine Geschichte erzählen, das bedeutete zuerst, sich einer Verwandlung zu unterziehen. Und weil jetzt Peter Handke in aller Munde war, diese Idee der Verwandlung spielt ja im Werk Peter Handkes eine ganz zentrale Rolle. Und sie spielt im Werk von Peter Handke eine ganz zentrale Rolle und auch bei Lukas Bärfuß eine ganz zentrale Rolle, nicht zuletzt im Hinblick darauf, dass Erzählen immer auch Verwandeln bedeutet. Das heißt, es ist immer auch ein Befreiungsmoment vom Indikativ. Und letztlich
ist diese Auseinandersetzung von Lukas Berfus mit dieser Thematik der Erbschaft auch eine Auseinandersetzung mit der Frage, was erzählen, auch im Sinne der Befreiung von Herkunft leisten kann. Ich finde, dass das eben ein Idealfall von Essay und Erzählen ist, ähnlich wie bei Tanja Maljatschuk. Tanja Maljatschuk ist natürlich viel aktueller aufgeladen, aber hier werden Themen aufgegriffen, die letztlich uns alle eben, wir kommen alle von irgendwo her, treffen und in etwas Politisches weitergedacht werden. Da will ich jetzt gar nicht genau hingehen. Er nimmt die Klimapolitik auf, auch die große Frage, wenn wir klimapolitisch jetzt nichts tun, was heißt das in Sachen Erbschaft für unsere Generationen hinkünftig? Er kritisiert darin, was man von Lukas Berfus auch aus vielen anderen Zusammenhängen kennt, die radikal-kapitalistische Haltung, die sich sozusagen mit dem Einkapseln in der Gegenwart begnügt und so weiter. Also es ist ein zutiefst politischer Text und gleichzeitig eben aber auch ein erzähltheoretischer Text, und das ist aber nur subkutan in diesem Buch vorhanden. Ich finde, ein sehr erkenntnisreiches Buch, in dem man auch etwas über Lukas Berfus erfährt, aber noch viel mehr über das notwendige Reflektieren dessen, was es heißt, überhaupt woher zu kommen und was das gesellschaftspolitisch bedeutet und wie das politisch gedeutet werden sollte. Oder auch verändert gesehen werden sollte. Ja, vielleicht so viel. Ich wollte nur zu deinem wichtigen Stichwort den Elias Canetti noch einblenden. Mhm. Der Autor als Hüter der Verwandlung. Genau. Spielt da ganz groß. Genau. Rolle. Und es ist wunderbar, in unserer Gesellschaft der Erben jemanden zu haben, der über diesem Nichts ein Buch macht, der nichts erbt, weil der Vater nichts hatte. Und der dann einfach darüber nachdenkt, was man erbt, wenn man nichts erbt. Mhm. Das Buch heißt Vaters Kiste, und in dieser Kiste ist eigentlich praktisch nichts drin, außer ein paar lauter Defizite. Ja, ja. Und das, was er erben hätte können, nimmt er natürlich nicht an, weil das wären Schulden gewesen. Und dann geht es bis zu Darwin zurück und in alle möglichen Richtungen. Also ein ganz tolles Gedankenexperiment auf ganz engem Raum, dieses Buch. Und ein ganz wichtiger, ganz eben Darwin, es holt ja in sehr viele Richtungen aus, dieses Buch, ein ganz wichtiger Denkmoment ist, der von Lukas Berfus auch bekannt ist, nicht? Aber er spiegelt diesen Gedanken aus anderen Perspektiven in diesem Buch, nämlich, dass er sagt, es ist schon erstaunlich, nicht? Erbschaft wird im Privaten, in diesen kapitalistischen Systemen, in denen wir leben, hochgehalten, während der Müll, den wir produzieren, während die Abfälle, die wir produzieren, während all das, was wir nicht wollen, vergesellschaftet wird. Und er plädiert in diesem Buch dafür, dass man eben diese Systematik grundlegend überdenken müsste, und er plädiert dafür, dass man eben den Müll, den Abfall, den wir alle zusammen auf je unterschiedliche Art produzieren, dass man den privatisiert und viel mehr in die private Verantwortung delegiert und das Ererbte, das ja zufällig ererbt ist, eben vergemeinschaftet. Also es ist in vielerlei Hinsicht ein sehr anregendes Buch. Voller ganz toller Sätze. Ich kann es jetzt nicht auswendig, aber trotzdem, ich versuche es zu rekonstruieren. Da ist irgendwo so ein Satz drin. Auch armreich, diese Diskrepanz spielt immer eine große Rolle. Aber je mehr man hat, desto mehr ist man auf die Allgemeinheit angewiesen. Und das weist er dann nach, indem er sagt, wer ein Haus hat, hat einen Abwasseranschluss. Wer fünf Häuser hat, hat fünf. Das heißt, er braucht fünfmal so sehr und fünfmal so viel, wirklich genau aufgezählt. Das Gemeinwesen ist total darauf angewiesen. Und wenn man sich jetzt unsere Zeiten so anschaut und das Grunddenken, was Reichtum macht und dass das Freiheit von der Allgemeinheit bedeutet, ist das eine totale Umkehrung dieses falschen Schlusses, die ich sehr spannend finde. Mhm. Aber ja, über dieses Buch könnten wir noch lange reden, aber das tun wir jetzt nicht. Sie sollen es ja schließlich kaufen und lesen. Es ist es wert. Das nächste Buch ist ein Buch, das ganz anders ist, wenngleich auch dieses Buch mit einem Verlust, mit einem familiären Verlust beginnt. So wie es bei Lukas Berfus der Vater ist, ist es bei Wolfgang Herrmann der Sohn. Insel im Sommer heißt dieses Buch, bei Janin erschienen. Wolfgang Herrmann ist 1961 in Bregenz geboren, schreibt vor allem Prosa, Lyrik.
und hat im Jahr 2012 einen Roman geschrieben, der bislang eigentlich sein erfolgreichster und sein bekanntester ist, in viele Sprachen übersetzt. Der heißt Abschied ohne Ende und der, ja, ich mag dieses Wort nicht, aber in dem Fall, glaube ich, stimmt, er verhandelt den Tod des Sohnes auf eine ganz intensive und fürchterliche Art und Weise. Und an dieses Buch knüpft Insel im Sommer an und ist eigentlich keine Fortsetzung, sondern eher ein Gegenstück dazu. Katja? Insel im Sommer ist eben eine Erzählung und wer mich in meinen Lektüren vielleicht schon länger zumindest immer wieder mal mitverfolgt wird, wissen, dass ich eine überzeugte Wolfgang Herrmann-Liebhaberin bin und ich dieses kleine Buch und diese feine Erzählung bestärken mich in meiner Liebe zu Wolfgang Herrmann, weil ich überzeugt davon bin oder überhaupt, weil ich der Meinung bin, dass er einer der feinsten und elegantesten Erzähler der österreichischen Gegenwart ist und das beweist er eben auch in diesem schmalen Text, der in Südfrankreich in der Provence angesiedelt ist und eben im Zentrum steht eine Figur, die eine männliche Figur, ein Vater, der seinen Sohn verloren hat. Und dieser Schmerz ist der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Und weil wir von Verwandlung gesprochen haben und davon, dass Erzählen auch immer verwandeln bedeutet, hier bricht eine Figur auf, um sich auch zu verwandeln und, oder zumindest um Möglichkeiten zu suchen, wie dieser Schmerz in Anbetracht des verstorbenen Sohnes in etwas anderes verwandelt werden kann. Und er reist nach Südfrankreich, in die Provence, besucht dort Freunde und findet dort so etwas wie eine neue Möglichkeit, doch auf der Welt zu bleiben. Und das, was diesen Text aber literarisch auszeichnet, ist, wie von diesem Aufbruch dieses zutiefst verletzten Ichs erzählt wird. Man hat das Gefühl, dass man einbricht in ein Gemälde von Cézanne. Es spielt ja in der Gegend, für die eben Cézanne bekannt ist. Und wer, weil ich vorher Peter Handke erwähnt habe, wer Peter Handke kennt, kennt die Lehre der Sainte-Victoire und vieles von dem, worauf Peter Handke in dieser Lehre der Sainte-Victoire referiert, findet man in diesem Text von Wolfgang Herrmann auch, aber ohne dass es sich aufdrängt. Und es ist für das Verständnis dieses Textes auch völlig irrelevant. Aber eben das literarisch Überzeugende ist, weil ich früher vom Skulpturalen bei Asli Erdogan gesprochen habe, hier ist es eher so, als würde man ein Gemälde betreten. Es wird unglaublich genau an den Helligkeiten, an den Dunkelschattierungen und Helligkeitsschattierungen in diesem Text gearbeitet. Man hat das Gefühl, dass man diese Sainte-Victoire, also dass man diesen Bergzug sieht, dass man in dieser Gegend ist und man dieser Text ist so gebaut, dass es auch in diesen Ausformungen der Lichtgestaltung sich die Suche dieses Ichs, das da zutiefst im Schmerz festsitzt, sich diese Suche nach dem Licht zeigt. Und es ist wirklich so, dass diese Figur durch diese textliche Gestaltung der Umgebung, in die diese Figur tritt, diese Verwandlung stattfindet. Und es geht dieser Text durch sehr viele Situationen, wo man lesend das Gefühl hat, ist das jetzt schon Kitsch? Aber das ist, davon bin ich überzeugt, Teil dieses Programms, weil diese Figur diese Situationen sucht, um sich an ihnen auch zu messen, um sich daran auch zu reiben, weil das Leben eben zuweilen auch schön ist und diese Figur muss ertragen, dass nach diesem Tod dieses Sohnes es Situationen gibt, die einfach wahnsinnig schön sind. Es trifft diese Figur auch auf ein Paar, das offenbar in einer funktionierenden Familie lebt. Es gibt dort gesunde Kinder, es gibt einen Garten, es gibt ein funktionierendes Familienleben und das muss diese Figur ertragen und man weiß beim Lesen nicht genau, ist jetzt diese Schilderung dieser Situation schon Kitsch, aber wenn man das Grundnarrativ sich wieder herholt, weiß man, dass das
wohl Teil dieses Programms ist. Also ein Text, den man sehr schnell gelesen hat, aber der einen zu sehr großer Genauigkeit drängt, ohne einen zu bedrängen. Ein sehr anrührender Text im schönsten Sinne des Wortes. Und ich finde ein Buch, das zeigt, dass in der Form elegant und fein selten jemand in der Gegenwart erzählt, finde ich, wie in der Form, wie Wolfgang Herrmann es kann. Und es ist ein Buch, weil du den Kitsch ansprichst, unter Anführungszeichen, das ja als Gegenstück zu diesem Abschied ohne Ende auch gedacht ist. Wer dieses Buch kennt und gelesen hat, der weiß, dass es ja auch da diese Erzählerfigur gibt, die das Kind verliert und dann in ein Loch fällt. Also das ist alles in einem Ausmaß Schmerz und Trauer und dunkel und lichtlos, dieses Buch, diese Umgebung, in der diese Figur da ist, dass es so wirkt, als wäre dieses Buch wirklich ein Gegenprogramm. Also das, was an Schmerz umgebend war in Abschied ohne Ende, ist hier Licht, ist hier Schönheit, ist hier Grell, ist Südfrankreich, ist eine neue Liebesgeschichte, ist dieses Familienidyll. Also wie ein absolutes Gegenteil, in das diese Erzählerfigur gerät und wie alle Erzählerfiguren von Wolfgang Herrmann, das geht ja bis hin zum Faustini, der ja ein treuer Gast unserer Leseauslesen ist, sind diese Erzählerfiguren von Wolfgang Herrmann einfach auch so ein bisschen durch dieses Leben stolpernde. Also der eine ist mit dem Schmerz konfrontiert und muss damit umgehen lernen, der andere ist mit dieser unglaublichen Schönheit konfrontiert, muss damit umgehen lernen. Das ist irgendwie so ganz ähnlich, aber das eine funktioniert ohne das andere. Es funktioniert auch allein, aber mit dem anderen wird es noch ein bisschen klarer. Also ganz spannend, wie diese beiden Bücher nebeneinander stehen, zueinander kombiniert sind. Ich habe das jetzt nicht hier liegen, aber Abschied ohne Ende ist bei Langen Müller erschienen. Im Jahr 2012 war das. Ich glaube, es ist immer noch lieferbar. Es gab einige Auflagen davon, aber irgendwann hat dieser Verkauf auch aufgehört. Also zu dem Buch dazu, Abschied ohne Ende zu lesen, ist eine grausliche Leseerfahrung, aber eine literarisch wunderbare. Also man kann nicht sagen, dass es eine schöne Geschichte ist, weil es das einfach nicht ist. Darum dann dieses Buch als schöne Geschichte daneben. Die aber natürlich ohne die Grausamkeit nicht auskommt. Genau. Und nur weil du eben im Vorgespräch schon nur einen Satz noch zu diesem Faustini-Vergleich, diese Faustini-Reihe finde ich eine, also diese Figur des Faustinis finde ich eine der überzeugendsten Figuren und eindringlichsten Figuren, die in den letzten, was weiß ich, 15 Jahren in der österreichischen Gegenwartsliteratur geboren wurde. Und diese Ich-Figur, die eine ganz andere ist in gewisser Weise als der Faustini, aber doch ähnlich, weil wir von Verwandlung gesprochen haben, das sind ja nicht Figuren, die dann andere werden, sondern das sind Figuren, die in die Welt gestellt werden. Und insofern ist das auch ein bisschen eine Faustine-Figur, denen geschieht Welt. Mhm. Und sie geschieht an diesen Figuren aber sehr unterschiedlich. Und die Figuren haben einmal die Neigung, dieses Helle zuzulassen und dann aber wieder etwas anderes. Aber das sind keine tätigen, keine handelnden Figuren. Ne? Mhm. Die handeln, wenn sie müssen. Und aus dieser Not, diese Figur bricht ja hier auch nur aus der Not auf und nicht, weil es etwas verändern will, sondern die Not zwingt diese doch sehr nah an Faustini gebaute Figur, sich zu bewegen. Aber eben dieses Momentum, dass an diesen Figuren eher Welt geschieht, als dass sie die Welt zum Geschehen bringen, das sorgt für eine ganz spezielle Konstellation und Atmosphäre in diesen Texten. Und eben auch hier, aber darauf hast du mich erst gebracht. Ja. Wolfgang Herrmann, Insel im Sommer heißt das Buch. Und es ist wirklich ganz schmal und damit ein unglaublicher Kontrapunkt zu dem, was jetzt kommt. Peter Nordasch, das Buch heißt Schauergeschichten, ein 600-Seiten-Roman aus dem Rowohlt Verlag, übersetzt von Heinrich Eisterer. 600 Seiten, Sie werden sagen, ha, bei Nordasch heißt das doch gar nichts, der hat ja auch 1300 Seiten Romane geschrieben, aber im Vergleich zu einem Wolfgang Herrmann macht es halt dann doch was her und ist ein ganz anderes Leseerlebnis. 1942 in Budapest geboren, ist Peter Nordasch Schriftsteller und Fotograf und eine der zentralen, eine der ganz wichtigen Figuren dieser
ja, wie soll man sagen, dieser Erfolgsgeschichte der neuen ungarischen Literatur oder der neuen ungarischen Weltliteratur mit einem Esterházy, einem Nordasch und allen anderen, die Sie alle kennen. Er ist seit langem ein Star dieser ungarischen Literatur, hat bereits 1991 den großen österreichischen Staatspreis bekommen und sehr viele Romane publiziert, auch wenn die so unglaublich lang und ausufernd sind. Schauergeschichten ist der letzte bislang. Bitte, Cornelius Hell. Ja, der Peter Nadasch. Ich habe ihn vor ziemlich genau 30 Jahren, 91, 92, kennengelernt. Damals ist eben der Staatspreis und das Buch der Erinnerung erschienen. Und war so stolz, dass ich ihn da in die Leselampe in Salzburg eingeladen habe. Und habe aber aufgrund eines anderen Termines vergessen, dass er aus München früher ankommt. Jetzt hat er auf mich, ich glaube, 1 bis 2 Stunden in einem Eckchen sitzend unten im Literaturhaus gewartet. Wir sind in mein Büro gegangen, ich habe mich so geschämt. Er wollte Orangensaft trinken, ich habe so gezittert beim Einschenken, dass ich den Saft auf die Hosen geschüttet habe. Dann sind wir in die Stadt gegangen und in die Apotheke, weil er ganz krank geworden ist und fast seine Stimme verloren hat. Dann hat er sich noch auskuriert ein bisschen in sein Zimmer. Und dann sind wir zur Lesung, zu der, wie das halt in Salzburg war, wo man die Ungarn irgendwie nicht so gute 20 Leute gekommen sind. Ich habe mich wieder abgrundtief in den Boden geschämt. Das hat aber irgendwie eine, dieses völliges Missglücken, eine gewisse Nähe in dieser einmaligen Begegnung erzeugt. Und wir haben vor ein paar Jahren in einem Telefonat festgestellt, dass wir uns beide noch immer daran erinnern. Ein bisschen missglückt ist aber auch die Begegnung damals mit dem Buch der Erinnerung. Also ich bin damals noch nicht so weit vom Studium weg. Ich war eingestellt auf Kurzprosa, auf Aphorismen, habe gedacht, die Zeit des Romans ist sowieso vorbei. Und wenn ich so ein dickes Buch gesehen habe, und das ist alles so wahnsinnig detailreich und langsam gegangen. Ich habe gewusst, es ist so ein gutes Buch und so berühmt und ich muss, aber ich habe mich so an der Kandare halten müssen, dieses Buch zu lesen. Ja. Und habe jetzt, im Oktober, war ja zu seinem 80. Geburtstag, ist das Nadasch-Archiv eröffnet worden an der Akademie der Künste in Berlin. Und er war auch da und ein Film über ihn. Und ich habe das Glück gehabt, da dabei zu sein. Und da ist auch wieder ein Stück aus dem Buch der Erinnerung gelesen worden. Und ich war so traurig, wie es vorbei war, es hätte viel länger dauern sollen. Ich habe mich so gefreut, diesen Text wieder zu hören. Da habe ich gemerkt, auch wie sich mein Lesen verändert hat. Er ist immer noch, wenn ich mit Kertész oder Esterházy vergleiche oder Dragoman oder Attila Bartisch, die ich ganz gut kenne, ist er mein Stiefkind, den ich immer noch am wenigsten kenne, da wo ich die meisten wichtigen Werke ausgelassen habe. Aber diese Schauergeschichten haben mich auf einmal wieder wahnsinnig hineingezogen. Schauergeschichten darf man ja nicht an die Schauerromantik oder sowas denken, sondern das sind sehr handfeste Dorfgeschichten, aber ich werde jetzt nicht nacherzählen. Er hat ja auch ein kleines Buch jetzt herausgebracht, Schreiben als Beruf, wo er über seine eben Schreibweise spricht und da steht drinnen, die thematische Literatur ist ein anderes Paar Schuhe, das ich nicht benutze. An das muss man sich halten, Nacherzählung hat da keinen Sinn. Was mich fasziniert hat, ist die Art des Erzählens, die ich so eigentlich, vielleicht ist mir was entgangen, von keinem anderen kenne. Das ist, ich versuche es zu beschreiben, ein Erzählstrom, der sich da breiter hinwälzt, dann taucht auf einmal ein Ich auf und geht wieder unter in diesem Strom. Und der Strom geht weiter und ein anderes Ich taucht auf. Oder man könnte sagen, es ist ein auktorialer Erzähler, der alle Figuren von innen und von oben kennt, aber so genau, dass er in sie hineinkriecht, in eine hineinkriecht und dann kommt die zu Wort und spricht als Ich. Und dann zieht er sich wieder zurück in seinen Strom und kriecht in eine andere hinein und ein anderes Ich spricht in diesem Erzählstrom. Also das ist eine völlig faszinierende Weise, das zu lesen. Und die Langsamkeit ist da besonders produktiv. Man liest über Seiten, was im Bewusstsein, was in Dialogen vorgeht und auf einmal ein kleines Detail. Jesus, die sind ja immer noch am Weg vom Bahnhof nach Hause. Ja. Oder die sind immer noch beim Jäten dieser einen Zeile des Weinbergs. Ja. Und es sind aber 5 Seiten schon vergangen.
wenn man die, also es gibt am Anfang, das hat mich auch sehr fasziniert, ein Paar von zwei Frauen, die beide Außenseiterinnen sind. Die eine ist die behinderte Epileptikerin Rosa und die andere ist die verstoßene adelige Therese. Verstoßen, weil sie ein uneheliches Kind hat und das durfte nicht sein. Und ihr Kind Elemer ist längst, hat sich gelöst und ist in die Stadt gezogen und sie könnte ihren Weingarten nicht allein bewirtschaften und die Arbeit nicht allein tun und die Rosa ist angewiesen auf jemanden, der ihr Arbeit gibt und so brauchen die beiden einander und sind aufeinander verwiesen. Wo das Ganze spielt, ich habe ein Dorf, es kann von Budapest nicht zu weit weg sein, weil man mal auf den Markt fährt und Sachen in Budapest verkauft. Wann das Ganze spielt, da gibt es wenige Parameter. Es ist nicht lang vom Krieg entfernt, also weil die Therese auch Pfeilkreuzler, also diese ungarischen Faschisten versteckt hat und das ist alles noch ziemlich präsent. Und es ist aber nicht mehr die Rákosi-Zeit, auf die wird schon zurückgeblickt. Also es ist die frühe Kádár-Zeit, das heißt späte 50er Jahre, kurz nach der Ungarischen Revolution oder bestenfalls Anfang der 60er Jahre. Ja, sein Erinnerungsbuch, seine Art Autobiografie, es ist keine, hat den wunderbaren Titel Aufleuchtende Details. Und das könnte man sicher auch auf dieses Buch oder auf sein Erzählverfahren überhaupt anwenden. Aufleuchtende Details, dass so viele Details immer wieder in diesem vielstimmigen Erzählstrom auftauchen. Ein Wort vielleicht noch zur Übersetzung. Heinrich Eisterer ist ein renommierter Übersetzer aus dem Ungarischen und er hat da sich weit vorgewagt in einem sehr schwierigen Gebiet. Sie wissen vielleicht, aus dem Ungarischen wie aus dem Russischen ist es ganz schwer, die Flüche zu übersetzen. Weil das sind sexuell konnotierte Flüche, wilde Flüche, die man nicht ins Deutsche übersetzen kann. Er hat da kreativ einiges versucht, was mich schon überzeugt hat. Anderes hat mich weniger überzeugt und das ist eine Mode jetzt in Übersetzungen, die mir wahnsinnig auf die Nerven geht, dass man einfach unkontrolliert Austriazismen und Teutonismen mischt. Also wenn in einem Satz Topfen und Pfannkuchen vorkommen, gehe ich an die Decke. Man will einfach quasi ausgleichen, dass jeder Leser irgendwas hat, aber da kommen Sätze heraus, die ja Blödsinn sind. Oder wenn man den, und also wenn es das, die Konjugation den nicht mehr gibt und die konsequent durch weil übersetzt wird, in einem ansonsten völlig korrekten Text, da denke ich mir, das Lektorat hat Mittagsschlaf gehalten. Schwierig ist es mit den ungarischen Namen. Man ist ja, heute sagt man zum Glück, Namen sind Namen und die bleiben gleich, nicht? In der DDR-Zeit hat man Kis Balázs als kleiner Klaus übersetzt oder so. Das macht man nicht mehr. Hier hat er aber leider auch nicht konsequent eine deutsche Schreibweise der ungarischen Namen gepflegt, damit der Deutsche oder die Deutsche sie richtig ausspricht. Aber es ist manches Mal auch irritierend, eben gesagt, nicht konsequent. Sind trotzdem auf diesen gut 600 Seiten Details. Das Allerwichtigste ist, dass dieser suggestive, vielstimmige Erzählstrom, der ja sich über zwar kurze Absätze, aber einen kapitellosen Roman erstreckt. Ja. Es gibt ja keine Kapitel in diesen 600 Seiten. Und dass dieser Strom nicht abreißt und dass der einen hineinzieht in seiner Suggestivität, das, und das ist das Wichtigste, ist dem Heinrich Eisterer ohne Zweifel gelungen. Ja, es sind Dorfgeschichten, es ist, glaube ich, nicht, es ist schon sehr ungarisch, es ist natürlich auch die kommunistische Zeit, also wenn man irgendwie ein Gegenstück zu dem, was der Kommunismus propagiert hat mit neuen Menschen und solchen Idealen, da sieht man, dass quasi der alte Mensch bis inklusive Antisemitismus alles beim Alten geblieben ist. Ja. Es sind also so geschlossene Dorfwelten, es sind auch universale Dorfgeschichten, manches interessiert mich, erinnert mich durchaus an mein Dorf oder Dörfer bei uns. Ja. Also diese wenigen Zeitindikatoren, diese nicht genaue Ortsangabe, das hat schon seine Methode.
Und ich würde sagen, wenn, vielleicht kennen Sie vom Laszlo Krasznahorkai den berühmten Satanstango mit dem, der berühmten Verfilmung von Sándor Tár. Wenn das eine methodische Düsternis ist, die methodisch so erzählt wird und das Erzählen in diese Düsternis hineinführt, dann ist es hier eher eine sehr konkret verortete, eine an persönlichen Details, an Landschaftsdetails angebundene, und der Erzählstrom, den empfinde ich als Kontrapunkt, dass man die vielen schrecklichen Dinge trotzdem so suggestiv lesen kann, das liegt an diesem Erzählstrom. Und deswegen trete ich für dieses Buch so überzeugt und begeistert ein. Ich beneide dich, dass du das schon gelesen hast. Dieses Buch liegt, seit es als Rezensionsexemplar verschickt wurde, auf meinem Küchentisch als tägliches Mahnmal. Und ich weiß, dass ich das liebend gern mir aneignete, wenn ich diese verdammte Zeit gefunden hätte, es zu lesen. Dafür habe ich die aufleuchtenden Details immer noch nicht gelesen, ich gestehe. Das tröstet mich jetzt nur limitiert. Wie andere Menschen, Otto Lengi, so hat Katja Gasser-Peter Neudasch in der Küche stehen. Das wissen wir jetzt auch. Ein wichtiges, aufleuchtende Details. Wir kommen schon zum letzten Buch. Es ist dann noch nicht vorbei, also ich warne Sie gleich, aber wir kommen zum letzten Buch dieser Auswahl. Thomas Stangl, Quecksilberlicht. Bei Mattes und Seitz erschienen, sein erstes nicht bei Droschl erschienenes Buch, glaube ich, überhaupt. Also nach 20 Jahren oder so Droschl. 1966 in Wien geboren, einer der ganz wichtigen, aber auch einer der eher stillen Autoren der österreichischen Gegenwartsliteratur. Schreibt Romane, schreibt Prosa, schreibt Essays und ist in den letzten Jahren vom Geheimtipp, von dem alle begeistert sind, auch immer mehr an die Öffentlichkeit gekommen. Katja. Genau, ich finde, dass dieser Übergang von Nadasch zu Thomas Stangl ein besonders geglückter ist, weil Thomas Stangl selbst in seinem Nachdenken über das eigene Schreiben zumindest in Gesprächen immer wieder auf Peter Nadasch referiert. Und ich glaube, dass es in der österreichischen Gegenwartsliteratur wahrscheinlich niemanden gibt, der auch in seiner poetischen Grundstruktur, in seinen Texten so nah an Peter Nadasch dran ist. Du hast diesen Satz zitiert, eben die thematische Literatur, das sind Schuhe, die Peter Nadasch nicht anziehen würde. Und das trifft ja sehr zentral auch auf die Literatur von Thomas Stangl zu. In dem Begleitbuch, das zu diesem Buch von Peter Nadasch erschienen ist, der Beruf des Schriftstellers. Schreiben als Beruf, genau. Da gibt es diesen einen Satz, das habe ich nämlich gelesen, weil das ist überschaubar. Da gibt es diesen einen zentralen Satz, dass das, was ein Buch auszeichnet, ein literarisches Buch, die poetische Grundstruktur des Buches ist und nicht eben thematische Entwicklungen, die darin verhandelt werden oder ins Zentrum gesetzt werden. Und diese poetische Grundstruktur ist etwas, was eben auch ganz zentral ist in Thomas Stangls Werk und auch in seinem neuen Roman eben Quecksilberlicht, wo es, weil wir von der Verwandlung gesprochen haben, an einer Stelle sehr zentral heißt, es geht darum, alles zu verwandeln. Und du hast so schön beschrieben, um eben von Peter Nadasch auf Thomas Stangl zu leuchten oder dieses Dialogische zu nutzen. Du hast sehr schön beschrieben, wie Peter Nadasch das, was wir Geschichte nennen, zum Sprechen bringt in unterschiedlichen Figuren. Und das ist eine Grunderkenntnis, so wie ich Thomas Stangl lese, auch in Thomas Stangls Literatur. Wir nehmen Geschichte häufig wahr als etwas, das in abgeschlossenen Bereichen stattfindet. Wir gehen konventionell davon aus, dass ein Ich sprechen kann in einer spezifischen Zeit, mit einer spezifischen Herkunft. Und das, was ich glaube, Thomas Stangl genauso im Fokus hat und eben Peter Nadasch
im Speziellen noch einmal intensiv, ist der Leserin, dem Leser versuchen zu veranschaulichen, dass wir aus einer sehr großen Herkunft sprechen, dass Zeiten nicht abgeschlossen werden können, dass Historie nicht aufgearbeitet werden kann, sondern in sehr speziellen Details in jedem Einzelnen von uns einmal in der einen Form oder in der anderen Form aufleuchtet. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was diese zwei Autoren sehr zentral miteinander verbindet. Also diese grundlegende Einsicht in die Unabschließbarkeit der Geschichte und wie in Anbetracht dieser Erkenntnis erzählt werden kann, wie überhaupt Literatur erzählt werden kann in Anbetracht dieser Einsicht. Das vielleicht zur Querverbindung zu Peter Nadasch und worum es in diesem Buch geht. Ich muss das mir jetzt noch einmal aufschreiben, weil es doch schon ein paar Wochen her ist, als ich es gelesen habe, weil eben Thomas Stangl ein sehr komplexes Erzählmuster verfolgt, führt er auch in diesem jüngsten Roman, der eben erstmals bei Matthes und Zeitz erschienen ist, aber sein nächster Erzählband wird zum Beispiel bei Droschel wieder erscheinen. Also er hat seinen Stammverlag nicht ganz verlassen. Jedenfalls in diesem neuen Roman erzählt er oder fügt drei sehr unterschiedliche Dinge zusammen, und zwar einen chinesischen Kaiser, der von der totalen Herrschaft über die Zeit träumt, dann die Geschwister Brontë, also sehr bekannte literarische Figuren aus dem 19. Jahrhundert, die sich gegen die Zwänge der eigenen Zeit auflehnen, und ein Mädchen im Simmering des frühen 20. Jahrhunderts, das am Rande der Weltgeschichte aufwächst und zu der es biografische Bezüge zu Thomas Stangl gibt, die immer wieder aufleuchten in diesem Roman, die auch immer wieder aufgenommen werden als roter Erzählfaden und sich gleichzeitig aber immer wieder zurückfügen in diese drei sehr unterschiedlichen Erzählstränge. Und was diese drei sehr unterschiedlichen Erzählstränge zusammenhält, ist nicht nur eines, sondern vieles, aber ein zentrales Moment, und damit ist ein gewisser Rückbezug zu Asli Erdogan gegeben. Alle drei Erzählstränge verbindet, dass die Protagonisten, die hier ins Zentrum gerückt werden, sich eben gegen die Verhältnisse, in denen sie leben, auflehnen. Und das Interessante ist, dass Thomas Stangl dieses Auflehnen aber, und das unterscheidet ihn vielleicht in der Komplexität dann doch von Asli Erdogans Ausführungen in diesem Buch, nicht nur als Positives zeichnet, sondern auch im Falle zum Beispiel des chinesischen Kaisers, der sich die Zeit untertan machen möchte und dafür alles in Kauf nimmt, auch unzählige Tote, auch die negativen Ausformungen dieses Unterwerfenwollens ausschildert. Man erfährt in diesem Roman sehr viel über die Beweggründe des Schreibens eines Menschen wie Thomas Stangl und gleichzeitig sehr viel darüber, was sein Anspruch ist an das, was heute Literatur leisten kann. Für mich ist es ein Buch über das Schreiben selbst und ein Buch, das auch deutlich macht, dass Thomas Stangl, über den ja eben gern gesagt wird, weil es schwerer zu fassen ist als vielleicht eben thematisch organisierte Literatur, dass er eher der Weltabgewandtheit zuneigt. Das ist ein weiterer Roman, der beweist, dass gerade das Gegenteil der Fall ist, weil das soziale Moment des Schreibens bei Thomas Stangl in diesem Roman ganz deutlich ausgeschildert ist, wie im Übrigen eben bei Peter Nadasch ja genauso. Das ist hoch engagierte Literatur, nur sozusagen nicht im plakativen Sinne, sondern in einem anderen Sinne, das einfach Gegenwart in ihrer Komplexität versucht, adäquat zu erzählen. Also das ist vielleicht sogar eine viel realistischere Form der Literatur, als es jene Literatur ist, die von sich selbst behauptet, realistisch zu sein. Sie versucht, der Komplexität gerecht zu werden, in dem Gegenwart, in dem Zeitgenossenschaft stattfindet. Also ich finde das eines sicher der herausragendsten Bücher der letzten Jahre, wie überhaupt eben Thomas Stangl sicher einer der Autoren ist der Gegenwart, der ganz gewiss bleiben wird und unser Heute überdauern wird. Ja, vielen Dank, Thomas Stangl, Quecksilberlicht, wie gesagt, das letzte Buch des heutigen Abends, aber es gibt noch was. Diese Geschichte heute hat ja den schönen Namen Jubiläums
Edition oder so, haben wir ins Programm geschrieben bei der Leseauslese. Also verschwinde ich jetzt kurz hinter diesem Karton, denn darum geht es noch. Wir haben im Juni ja begonnen mit dieser Aktion, meine persönliche Leseauslese. Wir haben heuer, wie schon gesagt, sehr viel Verschiedenes gemacht im Rahmen dieses Jubiläums. Übrigens nebenbei muss ich mich auch beim besten Team von allen, die sind jetzt alle gar nicht sichtbar, aber viele davon sind gar nicht sichtbar, bedanken, dass das alles geklappt hat heuer und wie das alles geklappt hat heuer, denn es war ein verrücktes Jahr in vielerlei Hinsicht. Aber weil es so gut geklappt hat, ist das Ganze für uns ja auch irgendwie zum Fest geworden. Ein anstrengendes Fest, aber ein Fest. Okay. Und dieses Fest geht heute weiter mit dem besten Punsch von allen. Also wir bleiben im Superlativ. Den Beatrix Erber draußen schon vorbereitet, wie ich gesehen habe. Also freuen Sie sich drauf. Davor noch die persönliche Leseauslese. Wir haben im Juni bei der letzten Leseauslese begonnen mit diesem Projekt eigentlich. Die ersten, die ihre persönlichen Lieblingsbücher aus 60 Jahren bekannt gegeben haben, waren Katja Gasser und Cornelius Hell, das war Ilse Eichinger und das war Thomas Bernhard, die ihr beide genannt habt. Und wir haben dann diese Postkarten aufgelegt draußen, haben diese Schachtel aufgestellt und dann haben wir uns gedacht, ja, alle werden sagen, ja, da mache ich mit und super Idee und so weiter und dann wird keiner was reinwerfen. Es sind über 180 Postkarten da drinnen gelandet, also es ist wirklich eine ziemliche Summe. Manche österreichische Tageszeitung würde sagen, das ist ein repräsentativer, es war eine repräsentative Umfrage, um jemand Berühmteren zu zitieren, so sind wir nicht. Aber es ist doch eine schöne Menge, die da drin ist und man kann schon einiges rauslesen, das ist ganz spannend. Also 180 Einsendungen waren es, 165 Personen, manche haben mehrere Karten eingeworfen. Wundert mich, dass es nicht mehr waren, weil ein Lieblingsbuch festzulegen, das ist was, was ich absolut unmöglich finde. 161 davon haben ihre Kontaktdaten angegeben, was deshalb wichtig ist, weil ihr beide dann 10 davon aus dieser Schachtel ziehen werdet und unter diese 10 werden dann Bücher aus den beiden Leseauslesen bekommen. Quasi eine Art Gewinnspiel haben wir auch noch eingebaut. Das Spannende an dem Ganzen ist jetzt, dass es überraschend abwechslungsreich war. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass 180 Leute da Lieblingsbücher reinschreiben in so einer Institution wie der unseren, dann wird das eine überschaubare Menge an Leuten sein, die da immer wieder kommen. So war es nicht. Es gibt überhaupt nur 2 Leute, die 4-mal genannt wurden. Also 4-fach-Nennung ist das meiste, was passiert ist da drin. Das war Elfriede Jelinek. Und das war Joanne K. Rowling. Also die beiden wurden 4-mal. Und das ist auch schon eine ganz interessante Spanne, die sich da auftut. Übrigens, apropos Rowling, das einzige Buch, das 4-mal genannt wurde, ist Harry Potter. Also das ist, ja. 3-mal genannt Astrid Lindgren, Christoph Ransmeier, Robert Seethaler, Stefan Zweig. Also auch da spannende Spannweite. Einige wurden doppelt genannt, also das waren auch schon alle, die 3-mal genannt wurden. Es ist wirklich unglaublich heterogen, wenn man das so nimmt. Doppelt genannt, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Michael Ende, Mareike Fallwickel, Gabriel Garcia Marquez, Arno Geiger, Thomas Glavinic, Francis Hodgson Burnett, Stephen King, Michael Köhlmeier, Ursula Poznanski, Ottfried Preußler, Adalbert Stifter, Patrick Süskind und Edmund de Waal. Und das sind aber jetzt alle Mehrfachnennungen, ansonsten alle nur einmal genannt. Also es ist wahnsinnig spannend, was Leute lesen und wie unterschiedlich die Richtungen sind. Und hat uns wirklich verblüfft, als wir das gesehen haben. Es sind wirklich alle Altersgruppen vertreten, denn diese Box hat auch einen Weg auf die Buch Wien gemacht und war dann auch auf dem Stand vom Außenministerium eine Zeit lang. Und da sind dann auch Kinder dabei gewesen, die da eingeworfen haben, was man auch merkt. Aber alle Altersgruppen und auch sehr viele internationale Autorinnen und Autoren sind genannt worden aus dem englischsprachigen Raum, sehr viele, aber dann auch aus Jugoslawien, auch den Nachfolgestaaten, aber das ist wirklich Jugoslawien mit Andrić, mit Krilica und so weiter. Frankreich, Nicaragua, Japan, Nordkorea, Rumänien, Tschechien, Polen, Schweden, Vietnam,
Italien, Russland sind die vertretenen Länder, aus denen die genannten Bücher kommen. Es ist so gewesen, dass die zeitliche Eingrenzung manchmal ein gewisses Problem war, also bis hin zu einem, der die Bibel genannt hat, haben wir dann kein Auge mehr zugedrückt, also das ist mit 60 Jahren schwer zu vereinbaren, die schon genannte schwere Entscheidung, ein Lieblingsbuch zu nennen, hat zu Karten wie der folgenden geführt. Mein Lieblingsbuch der letzten 60 Jahre ist Viele, weil ich viele lese, kann man eigentlich nichts dagegen sagen, das ist nachvollziehbar. Nicht alle genannten Bücher, die da jetzt drin waren, verfügen über eine ISBN-Nummer, das ist auch ein Problem. Hier zum Beispiel, mein Lieblingsbuch der letzten 60 Jahre ist Mein Taufbuch. Begründung, weil ich lebe. Also auch da kann man absolut nichts dagegen sagen. Dann, wie schon gesagt, sind alle Altersgruppen vertreten. Dieser Harry Potter Fanclub ist natürlich eher jünger. Eine Karte davon, also mein Lieblingsbuch der letzten 60 Jahre ist alle Harry Potter Teile, weil wegen Magie. Also wunderbar. Und dann, wegen der Magie. Genau. Und die Altersgrenze war sehr niedrig, wie man an manchen Karten erkennen kann. Eine davon, wunderbar, Frau Holle mit einem schönen Herz. Ohne eigene E-Mail-Adresse, wahrscheinlich nachvollziehbarerweise. Also das ist nur eine kleine Auswahl, wie gesagt, 180 Karten und sehr schöne dabei. Wir werden uns noch überlegen, wie wir die ein bisschen veröffentlichen, die Ergebnisse, werden vielleicht Blogbeiträge machen und so weiter. Das sind wirklich sehr spannende Sachen dabei. Jetzt aber bitte ich euch beide, und wie machen wir das jetzt am besten? Ich werde jetzt diese Karte zu euch diese Kiste zu euch rüberstellen und dann bitte ich euch, dass ihr abwechselnd 10 Karten rauszieht. Und jeder das werden 10? Dann jeder 5. Jeder 5, okay. Du fängst an. Ich muss dann was vorlesen oder ich habe nicht aufgepasst. Das ist die Frage, ob wir das schaffen. Es ist nicht alles ganz leicht lesbar, aber einfach irgendwie raus. Genau. So. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5. Du, Camillus, auf 5. Nicht schauen, nur greifen. Ich nehme an, Sie sind alles Notarinnen und Notare. Ich hab's. Super. So, könnt ihr es lesen? Besser als meine eigene Schrift. Ich kann es nicht lesen. Albert Drach. Oh. Albert Drach, okay. Genau, Albert Drach. Und dann steht hier ein Kurzroman. Weil man so lange braucht, bis man sich in seiner Sprache festgelesen hat, wenn es aber gelungen ist, dann aber so wunderbar darin kleben bleibt in dieser nüchternen Erzählung des Schrecklichen. Das ist doch schön. Darf ich schauen, wer sie ist? Anna Schuster. Ah, Anna Schuster. Oft hier gelesen. Autorin war mit Semyon Saif in der Jungen Literaturwerkstatt Wien. Sehr gut, okay. Nummer 1. Lieber Manfred, ich war in Mathe nie so gut, ich habe 6 gezogen. Soll ich eine 10 davon? Okay, gut. Und ich würde gern tauschen, ich kann den Rest nicht lesen. Alle? Max, bin ich oder bist du? Cornelius jetzt. Ich kann das gut lesen. Ottfried Preußler, der Räuber Hotzenplotz. Ah, es ist schön. War sehr sympathisch, ich habe gerade die Verfilmung mit dem Ovčarek gesehen. Weil er der schwierigste, schneidigste, lustigste und sympathischste Räuber der Herzen ist. Name Regina Mühleder, Sandbachweg 1, 4040 Linz.
Danke. Adresse müssen wir gar nicht sagen. Okay. Name reicht völlig. So, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Fordrick. Fordrick? Weil ich das sehr lange lese und spiele. Es muss ein Kind sein namens Samuel. Fortnite. Ist das irgendwie mit... Ah, Fortnite. Aber hier steht mit de facto Fordrick. Aber es mit wird korrekter Adresse. Eine E-Mail-Adresse ist da. Wunderbar, ja. Wunderbar. Samuel, ja. Wie gesagt, quer durch. Wir werden den Notar fragen. Vielleicht ist es ja ein Buch, das zum Spiel wurde. Cornelius? Machandel von Regina Scheer. Mhm. Okay. Es findet in Mecklenburg-Vorpommern statt, eine meiner Lieblingsorte. Es erzählt viel über ostdeutsche Geschichte durch Generationen mit viel Zärtlichkeit und märchenhaften Wörtern. Océan Gabin Brassé. Mhm. Okay. Regina Scheer. Publikum. Regina Scheer Machandel. Kenne ich auch nicht. Ne? Ja. Super. Ne? The Expected von Kathleen McGowan. Mhm. Wahrscheinlich eine ungeheure Bildungslücke, aber ich kann es anders hier nicht entziffern, weil das einzige Buch war, das ich mit Hilfe von Google gelesen habe, wollte unbedingt wissen, wie die Gemälde aussehen. Matea. Aber es ist eine Uni-Adresse. Okay. Ja, vielen Dank. Ja. Stolz und Vorurteil von Jane Austen, weil so romantisch und vieles mehr. Margaret Sumner. Befreit von Dara Westova, ich muss leider passen, weil Bildung wirklich das Wichtigste ist. Nicole Kopandi. Mhm. Danke. Bösland von Bernhard Eicher, weil spannender Thriller mit Herz. Eva Klimek. Danke. Anleitung, habe ich noch eins? Ich bin schlecht. Ist jetzt gut im Zünden. Deswegen sind wir heute... Jeder noch eins. Anleitung für eine Revolution, Nadeshda Andreevna Dolokonikova. Weil es mich nicht nur inspiriert hat, sondern auch meine Identität mehr verstehen hat lassen. Alexandra Seybal. Mhm. Danke. Was mich sehr freut, Nawa Ebrahimi, weil die Perspektive einer Frauenfigur, die immer in einem Zwischenraum ihr Dasein erlebt, beleuchtet wird, die mich sehr berührt. Die begrenzte Anzahl an Wörtern, 16 an der Zahl, steht sinnbildlich für die Sprachlosigkeit und die Suche nach Wörtern, für die es noch keine gibt. Alexandra Pavicic. Mhm. Danke. Ja, vielen Dank. 10 Preisträgerinnen, Preisträger werden Bücher aus den letzten beiden Leseauslesen bekommen. Wir werden schauen, dass wir sie alle irgendwie kontaktieren können. Vielen Dank euch. Darf ich noch eine Geschichte zu Lieblingsbüchern erzählen? Ich habe vor... Nein, keine Schau. Darf ich nur eine Schau? Eine meiner unvergesslichen Fernsehabende vor Jahrzehnten, der Gerhard Rühm und der Köhlmeier haben miteinander um Lieblingsbuch gestritten. Und immer, was einer total super gefunden hat, hat der andere begründet abgeschossen als überhaupt nichts. Und was glauben Sie, jetzt haben wir kein Quiz mehr, schade, was glauben Sie, worauf sich Köhlmeier und Rühm geeinigt haben und beide als ein großes Buch gefunden haben? Köhlmeier und Rühm? Aha. Der Mann ohne Eigenschaften. Ja, mit einer schwarzen Tinte. Berlin-Alexanderplatz. Ah. Oh.
Darf ich das letzte Wort haben? Nur ein Satz aus dem Thomas Stangl, weil ich das so schön finde. Ich schreibe nicht, um ein Schriftsteller zu sein, sondern um ein Mensch zu sein. Ich hielt mich nicht für einen Menschen. Der Mensch wäre der andere, der durchs Schreiben entstehen sollte. Amen. Punsch. Ja, genau, Punsch. Das ist das eigentliche Schlusswort. Der Wunsch nach Punsch. Der Wunsch nach Punsch. Vielen Dank. Das war's jetzt mit dem Wortgottesdienst. Von wegen Amen vorher. Ja, also es gibt Punsch, es gibt, genau, es gibt Punsch, es gibt Kekse, bitte bleiben Sie da, laufen Sie nicht weg. Es gibt viel Punsch, es gibt köstlichen Punsch. Feiern wir den Jahresabschluss noch ein bisschen miteinander. Einen schönen Abend uns allen. Danke.